Teste dein logisches Denkvermögen mit diesen 10 Kinderrätseln. In der jetzigen Welt findet man außergewöhnliches logisches Denken nur selten. Glaubst du, dass du es hast? Tja, lass es uns mit ein paar Denksportaufgaben rausfinden. Atme aber noch nicht erleichtert auf, denn diese Rätsel sind nicht so einfach, wie du vielleicht denkst. Bevor wir beginnen, darfst du nicht vergessen, unseren Channel zu abonnieren und die Benachrichtigungen einzuschalten. Jetzt wirst du keine unserer neuen Videos mehr verpassen. Rätsel Nummer 1. Schau dir diese Spielzeugpyramide genau an. In welcher Reihenfolge würdest du die Farben von oben sehen? Du hast 15 Sekunden Zeit, nachzudenken. Hast du deine Antworten schon zusammen? Es ist nicht so schwierig. Schau dir die Pyramide nochmal genau an. Aus der Sicht von oben siehst du die Farben in dieser Reihenfolge. Dunkelblau, hellblau, grün, gelb und rot. Kinderleicht! Rätsel Nummer 2. Ein Mann schrieb 3 englische Wörter auf eine Glastafel. Diese fiel aber plötzlich runter und zersprang in unzählige Glassplitter. Hier siehst du einige Stücke mit den Buchstaben darauf. Jede dieser 3 Buchstabengruppen formt ein Wort. Kannst du rausfinden, wie die Wörter lauten und welches nicht dazu gehört? Denk schnell nach. Du hast nur 15 Sekunden Zeit. Lass es uns zusammen anschauen. Die erste Buchstabengruppe formt das Wort Bacon, auf Deutsch Speck. Das zweite Wort lautet Cupcake. Oh, Speck-Cupcakes. Und das dritte Wort lautet Love, Liebe. Falls du glaubst, dass Love nicht dazugehört, dann liegst du falsch. Es ist eigentlich der Bacon, der nicht dazugehört, da sowohl Cupcake als auch Love mit einem E enden. Wir haben dich gewarnt, dass die Rätsel nicht so einfach sind, also pass auf. Rätsel Nummer 3. Lass uns jetzt über die Familie reden. Stell dir eine Familie mit 2 Müttern, 2 Töchtern, einer Großmutter und einer Enkelin vor. Die Frage ist einfach. Wie viele Menschen gibt es in dieser Familie? Zähle sie alle in 15 Sekunden. Der Schlüssel, um dieses Rätsel lösen zu können, liegt daran, sich zu erinnern, dass eine Person nicht immer nur ein Ding ist. Beispielsweise ist die Tochter von jemandem auch die Enkelin von jemand anderem. In dieser Familie gibt es eigentlich 3 Mitglieder. Eine Großmutter, ihre Tochter und ihre Enkelin. Denk darüber nach. Die Großmutter ist die Mutter ihrer Tochter und die Tochter ist die Mutter dessen Enkelin. Wir schätzen, dass Familienbeziehungen ziemlich verwirrend sein können. Rätsel Nummer 4. Schau dir diese Form genau an. Jetzt schaust du dir diese 3 Formen an, in die sie sich verwandelt, wenn du sie in die eine oder die andere Richtung drehst. Eine der 3 passt wiederum nicht dazu. Siehst du welche? Die Zeit läuft. Falls du Form C als nicht dazu passende gewählt hast, dann gratuliere. Du hast diesen Test bestanden. Schau es dir noch einmal an. Das rote Quadrat fehlt hier am Ende, während Form A und B perfekt stimmen. Aufmerksamkeit ist der Schlüssel. Rätsel Nummer 5. 2, 5, 8, 14 und...
Weißt du, welche Zahl die nächste in der Reihe sein sollte und warum? Zeit, dein logisches Denken wieder einzuschalten. Die richtige Antwort lautet 23. Hast du richtig geraten? Dieses Muster ist sehr einfach. Du musst einfach die erste Zahl mit der darauffolgenden Zahl addieren und dann 1 dazu zählen. Zum Beispiel 2 plus 5 ist 7, plus 1 ist 8. Dann folgt 5 plus 8 ist 13 und 13 plus 1 ist 14. Zum Schluss kommt 8 plus 14 ist 22 und 22 plus 1 ist 23. Genau so! Rätsel Nummer 6. Schau dir diese vier Buchstabenkombinationen an. Jede von ihnen ergibt den Nachnamen einer berühmten Person. Deine Aufgabe ist einfach. Finde raus, wie die Nachnamen lauten und schau, welcher nicht dazu passt. Du hast 15 Sekunden Zeit. Nun ja, lass uns mal sehen, ob du dieses Rätsel geknackt hast. Der erste Name ist Da Vinci. Der zweite Name lautet Vivaldi. Der dritte ist Van Gogh und der letzte Name ist Rembrandt. Wenn du diesen Teil richtig beantwortet hast, dann hast du vermutlich Vivaldi als nicht dazu passenden ausgewählt, was richtig ist. Er ist der einzige Komponist aus der Liste von Künstlern. Rätsel Nummer 7. In der Bibliothek ist ein Regal mit Büchern. Das vierte Buch von links und das sechste Buch von rechts ist ein bestimmtes Buch. Wenn du das weißt, weißt du dann auch, wie viele Bücher auf dem Regal stehen? Tick, tack. Wenn deine Antwort 9 lautet, dann liegst du richtig und solltest dir auf die Schulter klopfen, vorausgesetzt dein Arm ist lang genug. Wenn das Buch das vierte von links ist, dann heißt das, dass es noch 3 Bücher vor ihm gibt. Wenn es das sechste von rechts ist, dann bedeutet das, dass es noch 5 Bücher danach gibt. 5 plus 3 ist 8, plus das Buch selber macht 9. Rätsel Nummer 8. E, Z, D, V, F, S, S. Es sollten noch 3 weitere Buchstaben in dieser Reihe folgen. Welche sind das? Nutze die 15 Sekunden, um es rauszufinden. Die richtige Antwort ist viel einfacher, als du wahrscheinlich geglaubt hast. Diese Buchstaben repräsentieren die ersten Buchstaben von den Zahlen 1 bis 10. Hier haben wir bei 7 aufgehört. Also sind die nächsten 3 Buchstaben A für 8, N für 9 und Z für 10. Einfach genial. Rätsel Nummer 9. Lass uns etwas mehr Mathe untermischen, oder? Schau dir diese 2 Gleichungen an. Kannst du mit Hilfe dieser Informationen sagen, welche Zahl anstelle des Fragezeichens stehen sollte und warum? Lass dir Zeit. Die Zahlen dieser Gleichung symbolisieren die Zahl, wie oft sich die geraden Linien im Bild kreuzen.
Wenn du genau auf die erste schaust, dann siehst du 9 Punkte, an denen sie sich kreuzt. Wohingegen das letzte Bild nur 4 zeigt. Hier ist deine Antwort. Bleib positiv! Rätsel Nummer 10. Hier kommt eine weitere Zahlenreihe für dich. Kannst du den Fehler finden? Unsere 15 Sekunden laufen wieder. Um fair zu sein, konnten auch wir keine Antwort auf dieses Rätsel finden. Hast du irgendwelche Vorschläge? Teile diese in den Kommentaren, damit wir zusammen die richtige Lösung finden können. Wie viele dieser Rätsel hast du richtig beantwortet? Sag es uns unten in den Kommentaren mit der Antwort auf das letzte Rätsel. Vergiss nicht, uns ein Like zu geben und unseren Channel zu abonnieren, damit du immer auf der Sonnenseite des Lebens bist.